Pufferspeicher für die Wärmepumpe wird häufig diskutiert und wird auch als Effizienzkiller verschrien. Und ich möchte heute mit Marco von SAK Info sprechen. Ist das wirklich so? Welche Typen von Pufferspeichern gibt es eigentlich? Und wie sieht es da mit der Effizienz aus? Viel Spaß im Video, los geht's. Ja, wie die Pufferspeicher in das System der Wärmepumpe eingebaut werden und welche verschiedenen Typen es da gibt, Marco, da kannst du gleich was zu sagen. Du bist Heizungsbaumeister, voll drin im Thema. Mit eurem Kanal SAK Info bietet ihr hier richtig tolle Aufklärungsarbeit auch rund um die Wärmepumpe. Also unbedingt folgen dem Kanal, ganz spannend. Wir haben ja auch schon viel über meine Thematik zu Hause gesprochen, über meine Wärmepumpe und werfen da auch gleich nochmal einen Blick drauf. Denn das eine ist es, das theoretisch zu behandeln und das andere ist, wie es dann in der Praxis umgesetzt wird. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil ich eine Hydraulik mitgebracht habe von der Planung meiner Anlage, die wir uns auch anschauen können. Ja, oder ich würde dich bitten, drauf zu gucken. Wollen wir das machen? Welche Arten von Pufferspeicher gibt es denn überhaupt? Also das kann ich gar nicht so pauschal beantworten. Ja. Es gibt natürlich eine ganze Menge, zumal es auch ganz komplizierte Schichtenpufferspeichersysteme gibt. Da gibt es auch spezielle Hersteller, die sich nur mit Kombispeichern und Schichtenpufferspeichern beschäftigen. Ja. Ich würde aber sagen, wir gehen mal in so die Grundlagen der Hydraulik und gucken uns jetzt mal zwei Arten von Pufferspeichern an. Und in dem Sinne sprechen wir wirklich erstmal über einen Pufferspeicher, der so gesehen leer ist, also kein Schichtenpufferspeicher, sondern ein normaler Pufferspeicher. Kannst du dir vorstellen, ist ein leerer Speicher, also eine leere Tonne und hat eben einfach verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Und auch diesen Pufferspeicher kann ich jetzt verschieden einbinden. Okay. Einmal kann ich ihn natürlich in der Größe variieren. Und es gibt natürlich auch Anforderungen, wann ich überhaupt einen Puffer nehmen muss und wie ich ihn einbinde. Und ich habe dir jetzt hier zum Beispiel mal eine Zeichnung mitgebracht von einem parallel eingebundenen Pufferspeicher. Ja. So, parallel eingebunden heißt ganz einfach, man sieht schon, hier habe ich ja auf der linken Seite meine Wärmepumpe. Und hier habe ich meinen Kreis, das heißt also, die Wärmepumpe pumpt hier in den Puffer. Irgendwo pumpt sie hier durch den Puffer und durch den Rücklauf dann wieder zurück in die Wärmepumpe. Das heißt also, dieser Kreislauf ist durch den Puffer quasi geschlossen. Und das Gleiche macht der Heizkreis. Der Heizkreis entnimmt jetzt hier aus dem Pufferspeicher über seine Pumpe, drückt dann durch den Heizkreis, in deinem Fall über Heizkörper, und schließt dann seinen Kreis auch eben so, dass hier der Rücklauf wieder in den Puffer folgt und aus dem oberen Teil des Puffers wird das Ganze entnommen. Ja. Das ist der sogenannte parallel eingebundene Pufferspeicher. Und jetzt habe ich ja da drin, das erkenne ich ja schon sofort, eine Vermischung von Wasser. Genau, hier hast du jetzt schon auch eine starke Vermischung und auch eine starke hydraulische Trennung. Ja. Also man kann sein, jetzt ist ja, ich sag mal, der Heizkreis komplett losgelöst in seinem ganzen Volumenstrom, also in seinem Massenstrom, losgelöst von dem Volumenstrom der Wärmepumpe. Und das ist auch der Grund, warum man so einen Parallelpuffer einbauen würde. Man möchte hydraulisch das Ganze voneinander trennen. Wieso ist das notwendig? Ich frage einfach mal, das vielleicht ist auch die grundlegende Frage, warum brauche ich überhaupt einen Pufferspeicher? Also es hat verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Gründe. Einmal stellt der Pufferspeicher Abtauenergie her. Also ich brauche eine gewisse Masse an Energie für den Abtauprozess. Also deine Wärmepumpe kann draußen vereisen, das wirst du sehen, dann ist der Wärmetauscher vereist und der soll dann auch wieder aufgetaut werden. Und da ich das mit dem Heizstab ja sehr uneffektiv darstelle, ist es besser, über einen Pufferspeicher, über die Energie in einem Pufferspeicher gespeichert wieder abzutauen, also Abtauenergie. Dann gibt es Mindestlaufzeiten der Wärmepumpe. Also die Wärmepumpe, wenn sie anspringt, wenn der Kompressor anspringt, soll auch eine gewisse Menge an Laufzeit haben. Da wäre auch das Thema Überdimensionierung. Ne? Also wenn er überdimensioniert ist, eine Wärmepumpe, dann würde sie auch oft takten. Ja. Ja? Das heißt, der zweite und dritte Punkt ist, Taktzeiten zu verringern, also Schalthäufigkeiten der Wärmepumpe, Einschaltzyklen zu verlängern. Also wenn die Pumpe schaltet, dass sie länger läuft. Also haben wir jetzt Abtauprozess und Schaltzeiten und Mindestlaufzeit, also Gewährleistung der Mindestlaufzeit der Wärmepumpe, sind die Hauptaufgaben vom Pufferspeichern. Und du hattest aber vorhin auch gerade das Wort hydraulische Trennung mit drin. Hat er da auch eine wichtige Funktion oder kann ich das auch umgehen? Nein, also gerade der Parallelpuffer trennt jetzt wirklich den Heizkreis hydraulisch komplett von dem Kreis der Wärmepumpe. Und das siehst du auch daran, dass auch der Heizkreis hier seine eigene Pumpe zum Beispiel benötigt. Also ich habe hier einmal meine Heizungspumpe in einem Kreis der Wärmepumpe und meine getrennte Heizkreispumpe. Ja, und muss ich das machen, diese hydraulische Trennung? Oder gibt es auch Systeme, wo man sagt, da verzichtet man komplett drauf? Es gibt auch den sogenannten reinen Pufferspeicher. Ja. Das ist eigentlich der gleiche Pufferspeicher, also an sich ist es genau das gleiche Gerät, nur anders eingebaut. Ja. Das kann ich dir jetzt einmal umzeichnen. Also ich habe den Puffer jetzt hier mal kurz entfernt und zeichne dir den Puffer hier nochmal neu ein. Hier brauche ich weiterhin meinen Pufferspeicher. Ich gehe dann mit meinem Heizkreis oben in den Puffer. Unten habe ich den Anschluss, verbinde hier meinen Vorlauf und habe dann, wenn ich das Ganze so einbinde, habe ich hier meinen Puffer
im Rücklauf eingebunden. Also ich erkläre es nochmal langsam. Mein Vorlauf kommt hier aus der Wärmepumpe, beispielsweise mit 55 Grad Vorlauftemperatur, fließt dann durch den Heizkreis, also durch deine Heizkörper. Mhm. Und der Rücklauf des Heizkreises läuft dann einmal hier durch den Pufferspeicher. Ja. Und dadurch habe ich natürlich, wie du hier schon siehst, weniger Verwirbelungsverluste. Mhm. Ich habe aber hier in diesem Beispiel den Nachteil, was ist, wenn jetzt alle Heizkreise schließen? Also wenn jetzt meine Heizkörper einfach alle schließen und meine Thermostate zu sind, habe ich in diesem Fall auch keinen Durchfluss mehr. Ja. Das heißt, bei dieser Variante muss ein sogenanntes Überströmventil eingebaut werden. Also ich müsste es jetzt hier installieren. Also hier müsste ich ein Überströmventil installieren. Ja. So, und das siehst du schon, ist jetzt in dem Sinne parallel zum Heizkreis. Ich mache das jetzt mal in Rot. Wenn der Heizkreis hier also geschlossen ist, das heißt, ich habe keinerlei Durchströmung durch den Heizkreis, dann überströmt es über das Überströmventil. Ja, okay. So, und dann habe ich den Kreis geschlossen. Das heißt, ich habe immerhin noch dieses ganze Puffervolumen hier, was mir zur Verfügung steht, um wiederum die Mindestlaufzeit der Wärmepumpe zur Verfügung zu stellen. Ja, okay. Und wie entscheidet man sich jetzt zwischen diesen beiden vorgestellten Varianten? Gibt es da ein Pro und Contra, hast du schon gesagt? Weniger Verluste auch, wahrscheinlich durch die wenigeren Verwirbelungen? Genau, also in diesem Beispiel habe ich jetzt natürlich, dass wenn ich hier mit 55 Grad Vorlauftemperatur starte, dass auch diese 55 Grad im vielleicht Heizkreis noch ein paar Leitungsverluste, aber im Heizkreis auch ankommen. Ja. Bei diesen Verwirbelungen von einem Parallelpuffer, da spricht man davon, also in Fachbüchern, dass da bis zu 5 Kelvin, also Unterschied existieren von dem, was die Wärmepumpe liefern muss und was ich an Vorlauftemperatur in den Heizkreis entnehmen kann. Weil diese Verwirbelung im Pufferspeicher dazwischen, also einfach nur, dass man es bildlich hat, wir haben es ja gesehen, wir haben diese zwei Kreisläufe und in der Mitte wird es verwirbelt, dadurch habe ich den Verlust von etwa 5 Kelvin. Und das liegt ganz einfach an dem Mindestvolumenstrom, zum Beispiel der Wärmepumpe. Also jede Wärmepumpe hat einen Mindestvolumenstrom, also einen Mindestwasserdurchsatz, den sie hier durchs System drücken möchte. Ich sage jetzt einfach mal 1000 Liter pro Stunde, nehme ich jetzt einfach mal an. Also erfahrungsgemäß, ich sag mal, vielleicht bei 600-700 Liter die Stunde fangen die an. Manche wünschen sich auch 1500 Liter. Also sagen wir mal einfach fürs Beispiel, wir brauchen jetzt 1000 Liter. Und es wäre kein Problem, wenn auch diese 1000 Liter einfach durch den Heizkreis zu pumpen wären. Das ist aber nicht immer möglich. Also es gibt da auch verschiedene Gründe, dass ich diese 1000 Liter nicht durch meine Heizkörper habe. Und wenn ich dann dieses Verhältnis habe, 1000 Liter braucht die Wärmepumpe und möchte sie durchs System drücken, aber mein Heizkreis nimmt die nicht ab, sondern nimmt nur 500 Liter ab, muss ich ja irgendwo mit den anderen 500 Liter bleiben. Mhm. Entweder ich mache das durch diese hydraulische klare Trennung, durch einen Parallelpuffer, dann ist das erstmal hydraulisch kein Problem, nehme ich natürlich die Verwirbelungen und Verluste in Kauf. Oder ich beschäftige mich natürlich extrem mit meinen Heizflächen und schaffe einfach dort auch das Volumen durch die Heizkörper zu drücken. Ja. Und mit beschäftigen meine ich wirklich, dass du an die Heizkörper gehst, Heizflächen vergrößerst, Vorlauftemperatur senkst und die Ventile öffnest. Die Ventile, ja, also die Ventileinstellung weiter öffnest und auch dann mit höheren Volumenströmen rechnest. Ja. Aber da ist auch leider so der Zwiespalt, die alten Ventile, die vor 20, 25 Jahren eingebaut worden sind, sind einfach von der Gastherme oder vom Ölkessel ausgegangen, mit hohen Temperaturen und auch mit einer höheren Spreizung und mit weniger Volumenstrom. Was ist mit dieser Spreizung gemeint? Der Unterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf. Also wenn ich jetzt mit 55 Grad reinkomme und gehe mit 45 Grad zurück oder ich gehe mit 50 Grad rein oder 45 Grad zurück, das ist die Spreizung gemeint. Und desto niedriger, desto mehr Durchfluss brauche ich, damit der Heizkörper die gleiche Leistung hat. Ja, okay. Verstehe. Also ich kann den Volumenstrom, den ich durch den Heizkörper benötige, vergrößern, indem ich die Vorlauftemperatur absenke, was positiv für die Wärmepumpe ist, und diese Spreizung dadurch verkleinert. Das Ventil, darauf wollte ich hinaus, das Ventil kommt aber irgendwann an seine Grenze. Mhm. Und zwar an seine Grenze, dass es anfängt, Geräusche zu machen. Ja. Also ein altes Ventil, was dafür mal nicht gebaut war, kann einfach nicht diese hohen Volumen. Und dann fängt es an zu rauschen. Dann fängt es an zu rauschen und dafür sind eben auch spezielle Ventile entwickelt worden mittlerweile. Also es gibt da die sogenannten AFC-Ventile auch, die einfach schon dafür gebaut sind, dass die auch mal 150 Liter die Stunde einfach durchs Ventil auch annehmen können, ohne gleich Geräusche zu entwickeln. Ja klar, das wäre unschön. Werde ich natürlich auch zeigen, wie es bei mir dann ist. Ich hoffe, da fängt nichts an zu pfeifen und zu rauschen. Also wenn ich das jetzt aber so sehe, wäre es ja sinnvoll, abhängig natürlich vom Mindestvolumenstrom wahrscheinlich, einen Pufferspeicher einzubauen, der nicht parallel eingebunden ist, sondern so hier. Also ich würde eigentlich auch tendenziell zum Reihenpuffer raten. Es gibt natürlich die Möglichkeit, auch beim Parallelpuffer muss man sagen, auch da wird daran gearbeitet, diese Vermischungsverluste gering zu halten. Und gerade wenn du da jetzt zum Beispiel auf einen kleinen Pufferspeicher gehst, ich weiß nicht, wie viel Liter wurde dir jetzt empfohlen? Jetzt 50 Liter. Ja, genau. Also gerade bei so einem kleinen 50 Liter
sind natürlich auch gerade da die Verluste geringer, wie bei einem, wenn ich da jetzt einen 400 Liter Pufferspeicher installiere und den vermische und habe dann noch Bereitstellungswärmeverluste oder. Ein kleiner Puffer neigt vielleicht dazu, auch da weniger, also nicht unbedingt 5 Kelvin Verluste zu haben, sondern ich kenne jetzt Hersteller, die da angeben, auch da nur mit 1,2 Kelvin arbeiten zu können. Ja. Also es kommt auch stark wieder auf den Hersteller an, wie hat er den Pufferspeicher von innen designt. Ja. Aber tendenziell kann man schon sagen, ich habe die besseren Erfahrungen in der Effizienz mit der Integration als Reihenpuffer. Ich habe dir ja meine Hydraulik jetzt von der geplanten Anlage einmal geschickt. Können wir da mal drauf schauen und den Zuschauerinnen und Zuschauern zeigen, was ist da jetzt geplant und kann man da vielleicht was optimieren? Also ich frage dich einfach mal, vielleicht muss es ja gar nicht so gebaut werden, wie es da steht. Ja, also man sieht jetzt hier also einmal der erste Speicher, den man hier sieht, ist der Wasserspeicher. Mhm. Und hier sieht man schon also der rot-blaue Speicher, das ist hier am Heizsystem, wo das Heizsystem auch angeschlossen ist, also der Heizkreis, das heißt, das ist der Puffer. Und hier sieht man ganz klar, in dieser aktuellen Planung ist der als Parallelpuffer eingebunden. Genau, der sieht jetzt sehr riesig aus. Das ist, wie gesagt, ein 50 Liter. Der müsste deutlich kleiner dargestellt sein, aber zu veranschaulichen hier recht groß dargestellt. Genau. Also aber da würdest du sagen, wenn möglich, lieber anders machen? Ja, also es gibt eine ganz interessante Variante, die ich dir eigentlich empfehlen würde und die ich auch, die wir auch gerne mal ausprobieren würden. Und ich habe einen Hersteller, der das Ganze interessant in seiner Hydraulik anschließt. Und zwar arbeitet der hier an dieser Vorlaufstelle ganz einfach mit einem T-Stück. Also er baut hier ein T-Stück ein und geht dann hier direkt in den Heizkreis. Mhm. Sodass ich hier diese Verbindung, also über ein T-Stück eben, direkt in den Heizkreis habe und dann logischerweise, wenn ich hier mit 55 Grad starte, auch hier 55 Grad in meinem Heizkreis ankommen, also wie bei einem normalen Reihenpuffer, also dass ich mit dem Vorlauf in den Heizkreis starte. Und dieser Anschluss hier, der wird dann gar nicht gebaut, also den kreuze ich jetzt mal weg. Also diesen zweiten Anschluss gibt es gar nicht. Und dann sieht das System so aus, dass ich hier über ein T-Stück das Ganze habe. Ist dann hier in dem T-Stück noch irgendein Ventil oder so? Oder ist hier unten dieses Ventil schon ausreichend? Das ist einfach nur ein Absperrventil. Also in dem Fall habe ich hier tatsächlich einfach nur ein normales T-Stück. Okay. Ja, und dann ergibt sich, wenn wir bei unserem Beispiel bleiben, dass wir hier nur 500 Liter durch den Heizkreis die Stunde, ja, und hier die 1000 Liter benötigt werden, teilt sich das Ganze auf, dass hier nur noch 500 Liter durchströmen und eben die anderen 500 Liter durch den Heizkreis. Ich habe aber eigentlich diese Vermischung nicht mehr, sondern ich habe hier zwar 500 Liter, die überströmen. Mhm. Das ist richtig und das erzeugt natürlich auch hier eine Anhebung des Rücklaufes und. Also es ist auch irgendwo sicherlich ein gewisser Verlust. Jedoch nicht so stark, dass ich hier einfach zwei gegensätzliche Strömungen im Speicher habe, sondern ich habe hier nur eine Strömung und gleiche eben den Mindestvolumenstrom, also stelle den Mindestvolumenstrom der Wärmepumpe sicher und ich übertrage die Vorlauftemperatur direkt in deinen Vorlauf. Also ich würde dir mal so empfehlen, die Hydraulik vielleicht mit so einer kleinen T-Stück-Anpassung vorzuschlagen beim Installateur. Zu optimieren. Ja. Und, ja, werde ich auf jeden Fall mal ansprechen und fragen, ob das geht. Jetzt haben wir uns ja auch schon ein bisschen unterhalten und aus dem, was wir jetzt gerade vorher besprochen haben, wenn ich das jetzt mal ausprobieren möchte, mal so, und aber auch mal die andere Variante, die parallel eingebundene. Ist es dann möglich, mit verschiedenen, ich sag mal, Auf- und Zuschaltern das Ganze zu... Dann mache ich mal meine Zeichnung wieder weg, wenn ich natürlich diesen Anschluss jetzt hier beibehalte. Ja, weil dann könnte ich den Zuschauern ja auch mal in Zukunft zeigen, oder wir gemeinsam auch, was hat das für Vor- und Nachteile und geht sowas? Ja, dann baust du hier einfach auch ein Ventil ein. Ja. Und jetzt kannst du dich natürlich entscheiden. Jetzt könntest du eigentlich alle Varianten fast bilden. Also wenn du jetzt, sag ich mal, ich nehme mal eine andere Farbe, um das zu zeigen. Wenn du dieses Ventil hier jetzt schließt, hast du ja eigentlich die alte Hydraulik wieder, die parallel des Parallelpufferspeichers, also auch die, die hier vom Hersteller jetzt geliefert worden ist. Mhm. Wenn du dieses Ventil öffnest, also hier öffnest und dieses Ventil und dieses schließt, hast du im Prinzip einen Pufferspeicher, der nur im Rücklauf eingebunden ist. Mhm. Ja, und würdest du jetzt also dieses Ventil hier jetzt öffnen und die beiden anderen Ventile schließen, hättest du ganz einfach hier die Variante des Reihenpufferspeichers. Also der Reihenpufferspeicher wäre dann ja im Rücklauf eingebunden. Mhm. Und du könntest sogar, indem du hier auch nochmal eine Strecke baust, die überströmen kann mit einem Absperrventil, könntest du zum Beispiel auch deine Anlage mal ganz ohne Puffer betreiben. Ja. Und dann wäre natürlich spannend, wie verhält sich das Ganze dann mit den Taktzyklen? Also ich habe ja einen Pufferspeicher. Und auch mit den Geräuschen unter Umständen in meinem Heizkreis, oder? Ja, das könnte auch passieren.
dass dann natürlich der Mindestvolumenstrom irgendwo erreicht werden soll und die Wärmepumpe natürlich gegen deinen Halskreis drückt. Es hätte aber auch den Vorteil, dass du einfach mal sehen kannst, wenn ich jetzt ganz auf den Puffer verzichte, und das ist ja oft eben das, was empfohlen wird, verzichte auf den Pufferspeicher, hören wir auch ganz viel in den Kommentaren, dass du ausprobieren kannst, wie sind dann die Taktzeiten? Also wie verringern sich die Taktzeiten? In unserem Gespräch entwickelt sich das hier gerade so ein bisschen dazu, dass ich zum Testobjekt werde für verschiedene Systeme. Also jetzt mal offen gesprochen, ich bin da natürlich offen und habe da voll Bock drauf, das zu zeigen. Was ist denn mit den Temperaturen? Man kann das ja auch messen an den Rohrleitungen. Natürlich. Wo habe ich welche Verluste, ne? Also da Unterschiede auch. Auf jeden Fall. Also wenn du jetzt diesen parallel eingebundenen Puffer hast, dann kommen wir gerne vorbei. Wir haben ja so Anlegethermostate. Und können damit die Temperatur natürlich auch messen und können das gerne mal zusammen dokumentieren, uns angucken und dann natürlich auch in deinen Videos da weiter drüber berichten. Finde ich sehr, sehr spannend. Klasse, danke für den Eindruck. Ich werde auf jeden Fall heute nochmal telefonieren müssen und gucken, ob die Installationspartner da mitgehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch für die spannend ist, das zu zeigen. Vielen, vielen Dank, Marco, für deine Zeit. Ich hoffe, für euch war es auch spannend. Auf jeden Fall gerne mal bei SHK Info noch vorbeischauen. Das sage ich nochmal ganz dringend. Und ja, Thema Wärmepumpe wird bei mir auf dem Kanal natürlich auch weiterhin präsent sein. Also gerne weiter folgen, wenn du das interessant findest und spannend findest. Bis bald. Sonnige Grüße.